난 아무라고 인사는 얍둔이시냐? 아무라고 인간 아무라고 인간인데야? 역시 얍둔은 어른거라야. 우리 아른가이 볼래작? 이 아른가이 볼래작? Meinst du, das geht damit weg? Bevor das Video beginnt, außerhalb von YouTube, mache ich noch andere Dinge. Und zwar, wir haben eine eigene Firma, die heißt One Finger Games. Und wir produzieren kostenlose Apps für euch. Und das sind einfach Spiele-Apps, die könnt ihr euch einfach kostenlos runterladen. Ist bei mir auch der erste Link in der Beschreibung. Wir machen uns den Aufwand extra für euch. Ich hoffe auch, dass ihr diese Apps runterladen werdet. Ihr würdet mich damit sehr, sehr unterstützen. Die App, die ich euch heute vorstellen werde, ist die hier. Box Jumper. Und die funktioniert ganz einfach. Fängt ganz unten an und danach muss man sich hocharbeiten. So, jetzt habe ich einen Punkt. Und ich darf natürlich nicht verrecken. So, zack. Und das wird immer schneller irgendwann. Natürlich werdet ihr da auch besser und könnt Highscores aufstellen. Ich habe euch die App ganz kurz gezeigt. Also das Prinzip ist sehr einfach. Das sind halt One-Finger-Games, wie der Name unserer Firma schon sagt. Und wir werden für euch jeden Monat Apps rausbringen, die ihr kostenlos runterladen könnt und dann diese Apps spielen könnt. Und ja, es würde mich auf jeden Fall richtig freuen, wenn ihr mich da unterstützt. Und ihr könnt mir auch eure Highscores per Snapchat schicken. Ladet euch die App auf jeden Fall runter, erster Link in der Beschreibung, und dann schickt mir eure Highscores über Snapchat. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, denn dieses Video ist auf jeden Fall... Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video, denn dieses Video ist auf jeden Fall zu krank. Das hat mal wieder den Rahmen komplett gesprengt. Und ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und wir sehen uns. Meine Mutter hat letzte Woche meinen Vater angesprochen, ja, Jimmy hat überlegt, Tattoo zu machen und so, und er war im Tattoo-Studio, die wollen mit dem kooperieren, bla bla. Ja, dann hat er mich direkt angerufen, wie Tattoo, bla bla und so, weil der ist da richtig gegen. Ne? Nein, Papa, ich habe das nur gesehen, ich find's schön und so, aber ich mache jetzt keins und so, ne? Ah, ich weiß nicht, ich find's eigentlich gut, aber. Und der sagt so, wie, du findest das gut und so, nein, du machst auf gar keinen Fall, ich hack dir den Kopf ab und so, dies, das, dann hast du da keinen Spaß mehr und so. Und ja, jetzt gleich kommt er nach Hause und der ist gerade mit meiner Mutter und meinem kleinen Bruder im C-Lab und ich zeige euch jetzt mal das Tattoo, was ich mir am Arm machen lassen habe. Die Leute, die mir auf Snapchat folgen, haben das bereits gesehen. Das sieht nämlich so aus. Also das guckt da ganz leicht raus, so Frischhaltefolie drum. Ganz leicht guckt da so ein Tattoo raus und ich werde ihn selber darauf aufmerksam werden lassen, halt so, dass er selber das sieht und sagt, ey, was hast du da am Arm? So, jetzt zeige ich euch mal das Tattoo. Der wird sich das bestimmt auch angucken wollen. Und zwar steht da Krall. Das steht auch für den Namen von meinem verstorbenen Hund. Damit das halt seriös ist, habe ich seinen Namen genommen und werde das jetzt so über das T-Shirt rausgucken lassen. Teilt das Video, liked das Video und ja, würde mich auf jeden Fall über ein Abo freuen, denn wenn ihr mich abonniert, verpasst ihr nicht mehr solche Pranks und so weiter. Ihr wisst schon, wie ich das meine. Okay Leute, mein Vater kommt, meine Mutter hat mich jetzt gerade angerufen. Der kommt jetzt nach Hause und let's go, Showtime. İki tarafın ışığı niye yanıyor oğlum? İşte orayı kapat ya. Burada oturuyorsan burası yansın. Ne yaptın sen burada? Hendi'yi neye koydun ya? Hı? Hendi'yi neye oraya koydun? Ya ich hab vorhin Dinge gemacht ya. Livestream. Sana da bunu biri yazmış, okudun mu? Ja, ja, das hab ich schon in Anspruch genommen, ja. Ne istiyor? Nix wichtiges bro. Göster? Ja, also ich muss hier bleiben wegen Ladekabel, Baba. Ich gehe ja jetzt gleich. Sen yanıma mal gel einfach. Was sind das denn für Videos? Zeige ich dir jetzt. Das ist halt eine. Hier, so fängt es an. Das Thema ist die Zivilisation. Was? So, und dann ist das eine. Ich hab den. Das ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Hinter meinen Rücken, ne? Nein, ja, aber du, ich wusste, du erlaubst das eh nicht. Warum? Sein Gesicht mich in die Arme. Ja, aber... Wie ich dann raten, nein, Schmude?
guck mal, bak, ich hab mich extra informiert, hocaya gittim. Hocasının amına koyayım, hangi hoca sana onu dedi? Onun çıktığını sikiyim ben onun hocalığının, hacılığının amını sikiyim ben onun. Ya, ich guck mal, ich bin... Niye bize sormuyorsun? Niye? Ja, ich hab dich doch paar mal die letzten Monate... Ja, du hast mir auch versprochen, dass du das nicht machst. Was soll die Scheiße denn, ha? Rat mısın? Na, ich hab sogar... Kral yaptırdım ama, weil ich liebe den Hund. Ja, das brauchst du aber nicht, Allah'a şirk koşuyorsun. Git caminin hocasına yarın sor bakalım doğru mu? Bunu hangi hocaya danıştın? Ver bana adresini ver, hocayla bir de ben konuşacağım. Ver onun adresini bana ver, ben konuşayım hocayla. Çıktığını sikeyim ben öyle hocaların, hacıların. Aman avudumun papazları. Gençliğin anasını siktiler. Ama sen adam gibi bana söz verdin yaptırmayacağım diye ya. Şirk koşmanın anlamını biliyor musun? Allah seni özene bezene ama yaratmış. Allah'ın yarattığına sen kusur buluyorsun, kusur. Ja. Bana söz verdin annene söz verdin lan sen. Ich glaub ich mich trifft ein Pferd ya. Echt ey. Weißt du was? Hangi hocayla konuştun? Bana ver adresini ver. Çıktığını ya, sileyim hocanın ben. He? Sordun hocaya. Hoca ne dedi? Ya der hat gesagt Haut'un altına geliyormuş. Haut'un üstüne değil. Deswegen ist das nicht unrein. Deswegen abdest alınca ist das noch... Sen bu hocaya sordun öyle mi? Yarın senden o hocaya beraber gideceğim. Onun çıktığını sikeceğim ben. Bakalım nasıl vaaz veriyor o hoca bak. Bize söz veriyorsun ve yapıyorsun. Rahat mısın? Rahat mısın? Ya ama ich wollte schon immer eins haben baba. Und ich wusste du sagst mal. Allah'a şirk koşuyorsun oğlum bana değil. Hesap ve ona hesap vereceksin bana değil. Ya ama herkesin günahı kendine değil. Herkesin günahı kendine de niye yapıyorsun? Allah'a şirk koşmak ne demek biliyor musun? Ama senin de günahın Allah'a şirk koşmak. Ama senin de günahın yok. Ben şirk koşmuyorum Allah'a. Benim günahlarımın tövbesi var. Ya sen bizi niye böyle entoşun yapıyorsun oğlum niye? Hadi yani çok şeylerinin bokunu çıkardın. İyi kötü ortasını bulduk. Bunu ne yapacaksın sen şimdi? Ya ben he, baksana, sen... Also o kadar kötü değil. Bak kral yazdı şuraya. Kralını sikeyim oğlum. Ja, ich wusste du sagst eh nein, deswegen heimlich yaptım. İçin rahat mı? İçin rahat mı? Weißt du wie enttäuscht ich bin? İçin rahat mı? Bu caminin hocasına sordun değil mi? Ya. Ben bu caminin hocasını ya, yarın götürün tavana vurmayan yalçının tan asını sikeyim ben ya. Beraber gideceğiz yarın bu caminin hocasına. Sen bu benim çocuğumun kanına nasıl girdin amına kodumun oğlu diyeceğim. Ona hoca gibi değil ama bir vatandaş gibi konuşacak. Onun çıktığını sikeceğim yarın. Ama arkadaşlara da sordun gibi. Arkadaşlarının amına koyayım senin ben. Da var, ya da uğurun burun. Sen benim evim. Yiğit hat. Sen, oğlum yiğit hat. Yiğit hat değil benim oğlum. Yiğit hat benim farabıka atla amına koyayım o zaman köprüden. Anasını sikti bunu oğlu bile lan. Ya nasıl? Sen niye hesabını yapıyorsun? Neyin hesabını yapıyorsun ya? Amına koyayım ben senden konuşmadım mı ya? Senin bu elin, bu kolun. Bunlardan bile sorumluyuz. Bu el, bu ayak. Bu beyin, bu göz, bu kol bizden hesap verecek. Ya o yüzden, hocaya gittim de işte bu caminin hocası dedi sana onu değil mi? Yeni bir tane var. Yeni onun yenisinin eskisinin amına koyacağım yarın ya. Ya ama baba ich meine das ernst. Warum ist das denn so schlimm? Ich bin jung und... Sen Müslüman değil misin oğlum? Ya Müslümanım. Ya Müslümanım değil, elhamdülillah Müslümanım demek. Senin yaptığın işin amına korum ben ha. Hocasının da, hacısının da amını damını siktim baba. Sana bu hakkı veren hocanın anasını sikeyim ben. Sen nasıl beni böyle aldatırsın ya? Enisa yapmış, Enisa amına koyayım intihar etti, köprüden atladı. Sen de atla amına koyayım. Aklını beynini siktim onu şabile. Yani... Şu halime bak oğlum, şu halime bak ya. Lan amına koyayım senin yaptığın işin ya. Amına koyayım lan, bırak yerinde ya. Aklını başına topla. Yarın senin hocayı onun çıktığını sikeceğim. Benim beynimi sulandırma amına kodumun yerinde. Senin amını damını siktim. Bana söz veriyorsun lan erkek adamın ağzından çıkar söz. Götünden çıkmaz. Ben sana böyle mi terbiye mi verdim? Utanıyorum lan sana şimdi elimi kaldırsam. Yazıklar olsun be. Kalıbını sikeyim senin he mi? Bu ne demek biliyor musun? Beni gel abi arkamdan hançerle. Bu hançeri vurdun bana arkamdan. Belimi kırdın lan benim. Bu ne falan amına kodum bu. Bunu kaybedeceğim. Bunu kaybettireceksin. Ya da bu evi terk edeceksin. Ya da bu evi terk edeceksin. Annene ne hesap vereceğim biraz sonra? Veririz işte. Lan adam diye seni yetiştirdik lan. Amına kodumun milleti köprüden atlıyor. Biraz sonra ne hesap vereceğim onu merak ediyorum. Ne yapayım oğlum koca adamsın. Elimi kaldırsam, vursam, dövsem, assam, kessem. Neye benzedi biliyor musun? Beni arkadan hançerledin amına kodumun yerinde. Arkadan vurdun lan bana bıçağı. Lan orospu bile var orospu bile. Korekt konuşur korekt. Sana siktirecek anım yok dedim orospu yoktur. Yani, bu yarın kaybolacak. Geçmişin sikerim bunu nasıl yarın kaybediyor ne diyorsun? Bunu yarın kaybet. Das kommt on weg oder der arm ist ab. Amına kodumun yerinde. Annene ne diyeceksin biraz sonra? Ne diyeceksin annene? Yok şirin tövbesi.
Mütze yaptım bunu oğlum bana ya. Baba. Ben arkadan vurdun oğlum ya. Özür dilerim baba. Özür yok, bu kaybolacak yarın. O yarın kaybolacak. Ya bu kaybolacak? Ben size nasıl devam etmek? Kanına! Kaldım lan! Senin ben, senin ben ne yapayım? Senin ben ne yapayım? Kanına kodumun oğlu, anasını siktim maymunu bile! Kodumun oğlu bile! Kanını kalıbını sikeyim senin, anasını siktim maymunu bile! Denkst du echt, ich mache ein Tattoo? Allah aschkna, ja. Ja, aber... Aber sieht gut aus. Ja, was denkst du, warum ich das seit Wochen anspreche, damit du das auch noch abkaufst, ne? Mama hat wie immer mitgespielt. Avradını sikeyim, bunu damını sikeyim. Orada cam kırıkları var. Ulan bunu izleyen ne kadar genç varsa, ne kadar tetoya, tap teto yaptırmaya kalkan gençler varsa burada Yalçın abimiz var, amcağız var. Bunu elavım yapan hocaların da tamını avradını sikeyim, topun anasını sikeyim ben. Bu gençliğin beynini siken böyle hocaların topun amına koyayım ha. Bunlara sövmek sevap amına koyayım ha. Anasını sikeyim böyle hocaları. Bana bak. Estağfurullah ya. Hele ayağım boşaldı yine. Anasını sikeyim ben. Ben aldım ben. Aman aldım ben evladım. Puh. Palak gefällt dir? Andere Seite kommt Palak, ne? Andere Seite tätowier ich Palak. Senin Palak gleich tätowier ich dich an der Wand, du Vollpfosten, du. Sikke mit dir. Geil, ne? Haben wir ihn wieder reingekriegt. Was ist los? Hör mal, die Fresse, ne? Senin yüzünden küfürbaz oldum lan, küfürbaz. Sag mal, sieht das gut aus, Tattoo? Hat was, oder? Erstmal rauchen, ne? Git odanı topla amına koyduğun yerde, her taraf camdır oldu. Du hast mein Zimmer auseinandergenommen. Boah, ich muss mir jetzt sagen. Sei froh, dass ich dich nicht auseinandergenommen hab. Ja. Aha, lepi mepi yarrağa gidi amına koyayım. Hepsi ıslandı. Oh, druka buka boku yedi. Sen dua et, seni auseinandernehmen yapmadım. Tamam dur. Tamam dur. Boah, wat, Alter. Ya insan... Oh, parfümü marfümü, amına koydum ortalığın, iyi oldu sağ. Cengizhan, Cengizhan, hast du gehört vom Zimmer? Ja. War gut? Ich hab gehört, wie... Ich hab die ganze Zeit von da unten geguckt. Willst du abschließend noch was sagen? Ja. 100.000 Likes, wir haben Point. Ah, 100.000, Junge, ich hab nicht mal 100.000 Abonnenten. Dann... Mama ist da... Dann prank ich... O dann amına koydu. Flaschee aldı, masaya kırdı. Ganze Ecke nass, alles kannst du später sauber machen, gehört ist deine Arbeit, okay? Nee, danke. Ich habe aber vorbereitet. Ich ja, ich weiß. Aber die machen diese Folie ab. Tattoo-Laden Angebot gemacht. Ja, habe ich auch gesagt. Ich habe gesagt, Tattoo-Studio hat mir bezahlt. Ich mach das mal. Ich würde euch als... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video. Abonniert den Kanal für mehr und ja, peace. Du hast auf jeden Fall einen roten Kopf, Alter. Oh, ne. Das war